Hi, hier ist Norman. Ich möchte euch zeigen, wie ich einen leckeren Brennnesselsaft aus frisch gepflückten Brennnesseln in meiner neuen Saftpresse herstelle. Denn ab sofort möchte ich mehr grüne Sprossen und Wildkräuter, Säfte in meine Ernährung integrieren. Denn diese Pflanzen sind unschlagbar nährstoffreich, aber an diese Nährstoffe gelangen wir nur, wenn wir es sehr gründlich kauen oder sie in Form von einem Saft trinken. Ich sammle Wildkräuter abseits von vielbefahrenen Straßen oder Hundewegen. Besonders an solchen Waldrändern wachsen oft Brennnesseln. Eine Brennnessel hat viele kleine stachelnde Haare. Aber an den Samen der Brennnessel sind keine Haare. Die können wir problemlos ernten und verzehren. Die Samen sind auch besonders lecker. Wenn wir auch die Blätter ernten wollen, dann ist es ratsam, wenn wir von unten anfassen. Denn so stachelt eine Brennnessel nicht. Mit dieser Kabelschere habe ich schon tausende von Kabeln zerschnitten und sie ist auch perfekt geeignet, um Brennnesseln mit ihrem harten Stängel komplett zu ernten. Bereits bei der Ernte achte ich darauf, dass ich keine verwelkten Blätter ernte und auch keine Verunreinigungen wie andere Pflanzen oder Insekten mitnehme. Wer trotzdem noch Angst hat, gestochen zu werden, kann auch einfach Handschuhe tragen und dann die Brennnessel anfassen, wie er will. Eine weitere Möglichkeit, nicht gestochen zu werden, wäre, wenn wir Taubnesseln ernten, denn diese stacheln überhaupt nicht. Beim Pflücken von Brennnesseln gestochen zu werden, ist auch nicht wirklich schlimm, sondern sogar gesundheitsfördernd. Dunkelgrüne Blätter wie Brennnesseln sind besondere Nährstoffbomben und haben nicht nur sehr viel Chlorophyll, sondern auch Carotinoide wie Lutein und Zeaxanthin. Das macht Augenärzte arbeitslos, denn Lutein und Zeaxanthin ist auch reichlich in der Makula des Auges vorhanden. Ein Engel hat mir eine Saftpresse vorbeigebracht. Hier habe ich jetzt verschiedene Boxen. Die hier ist leer. Hier ist schon eines der wichtigsten Teile der Saftpresse. Hier kommen die Brennnesselblätter hinein. In der zweiten Box befindet sich das Zubehör mit der Stopfer und eine Bürste. Hier ist eine Kanne aus Edelstahl und die Glaskanne für den Saft. Das Herzstück kommt zum Schluss. Das ist der starke Motor. Hier sind die einzigartigen Presswalzen. Der Zusammenbau gelingt schnell und ist sehr unkompliziert. Es sind ja im Prinzip nur drei Teile, also die beiden Presswalzen und das Gehäuse. Und dann wird alles so befestigt. Es gibt noch einen Spritzschutz, der optional ist. Die gesammelten Brennnesseln in dieser Dose spüle ich vorher noch einmal kurz mit etwas Wasser ab. Die abgewaschenen Brennnesseln habe ich jetzt noch etwas abtropfen lassen und nun entsafte ich die ganze Schüssel. Hier wird das Gerät eingeschaltet, aber es springt nicht sofort los, denn die eigentliche Bedienungseinheit befindet sich hier. Also hier haben wir Stopp, dann Start. Und das ist der Rückwärtsgang, falls wir Dinge in die Saftpresse werfen, die sie verstopft, wie zum Beispiel einen Löffel. Und los geht's. Die Menge der Brennnesseln war leider zu gering, somit habe ich fast nur Schaum herausbekommen und relativ wenig Saft. Aber trotzdem ist das Ergebnis sehr lecker.
Die gesammelten Brennnesselblätter sind relativ trocken und liefern daher wenig Wasser für einen Saft. Aber dafür enthalten sie relativ viele lösliche Ballaststoffe, die eine Puddingkonsistenz verursachen. Also die gute Saftpresse entfernt die unlöslichen Ballaststoffe wie die Zellulose, aber nicht die löslichen Ballaststoffe. Um nicht nur ein Brennnesselpudding zu erhalten, könnten wir noch Wasser dazugeben oder andere wasserreiche Zutaten, wie zum Beispiel eine Gurke, Sellerie oder Wurzelgemüse wie Karotten. Die stacheligen Brennnesseln zu einem Saft zu kauen ist schwierig. Vielleicht gelingt es mit dieser leistungsstarken Saftpresse. Mit dieser Saftpresse sparen wir auf lange Sicht auch viel Geld, da wir ja weniger Lebensmittel entsaften müssen, um mehr Saft zu bekommen. Außerdem enthält der Saft auch keine Kunststoffe oder andere Schadstoffe, da alles aus hochwertigem Edelstahl besteht oder der Stopfer aus Birkenholz. Der Saft fließt dann in diese Glaskanne. Der Trester kommt hier heraus. Den Trester fange ich meistens nur mit einem Küchenpapier auf, um dann einfach alles in der Biotonne zu entsorgen. Meine verwendeten Lebensmittel haben alle Bioqualität, denn ich möchte keine Pestizide, Schadstoffe oder Kunststoffe in meinem Saft haben. Nun entsafte ich alles. Die Blätter der Brennnessel werden quasi von selbst in die Saftpresse hineingezogen. Der Trester ist extrem trocken. Ich reinige das Gerät immer sofort nach der Verwendung und das gelingt auch relativ schnell, dank dieser wirklich guten Bürste. Also wir müssen nur die Presswalzen kurz abbürsten und dann das Gehäuse. Die hohe Saftausbeute der Saftpresse habe ich unterschätzt und somit ist die Glaskanne leicht überfüllt. Der Schaum kann durch ein Sieb gegeben werden oder ich rühre meistens einfach nur um, das reicht mir dann schon. Die Brennnesseln lassen sich nun einfach in einem Saft trinken, aber ich fand auch den Brennnesselpudding aus reinen Brennnesseln recht lecker. Brennnesseln schmecken ja auch nicht wirklich bitter. Und in diesem Saft sind jetzt noch andere leckere Zutaten vorhanden. Wer den Gemüsesaft trotzdem nicht mag, sollte ihn trotzdem trinken und danach vielleicht einfach auf einem Melisseblatt kauen, um den Geschmack nicht zu lange im Mund zu haben. Aber Geschmack ist wirklich nur Gewohnheit. Wer täglich einen Gemüsesaft trinkt, wird ihn irgendwann selbstverständlich mögen. Der frisch gepresste Saft sollte möglichst sofort verzehrt werden, um eine Oxidation der wertvollen Nährstoffe zu reduzieren. Wer den Saft nicht sofort trinken will, sollte ihn wenigstens luftdicht im Vakuum und gekühlt lagern. Hier habe ich eine Vakuumpumpe für ein Einmachglas. So, der Deckel lässt sich nicht mehr leicht lösen, da ein Vakuum im Behälter existiert.